Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 Werde berühmt. Ja, hat schon länger keine Folge mehr gegeben. Wurde deswegen doch dringend mal wieder Zeit. Und ja. Die gute Sophie duscht. Wie sieht denn eigentlich unser Arbeitsplan aus? Auftritt um 9 Uhr am Dienstag. Also heute. Gut, wir müssen also gleich arbeiten gehen. Und hatten wir irgendwas noch? Das haben wir alles abgeschlossen. Sehr gut. Und er muss noch Level 2 der Fotografierfähigkeit erreichen. Und über Mode und Outfits reden. Und wann gehen wir dann wieder zur Arbeit? 3 Stunden bis zur Arbeit. Das wird ein bisschen knapp. Vor allen Dingen haben wir Kohldampf und müssen duschen. Geh du mal duschen. Ja, das ist gerade ein bisschen schlechte Kombination. Er ist angespannt. Warum? Sei doch einfach glücklich. Da, du, genau. Snoop, Snoop. Die können wir, glaube ich, auch mal irgendwo entsorgen, oder? Irgendwo mal ins Inventar packen. Sophie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Okay. Da-ba-dup-dup-du. Wir haben Herbst. Okay. Die Geschenke, die könnte ich wirklich mal einfach ins Hausinventar packen. Im Inventar platzieren. So. Dann stehen die da auch nicht mehr vorrum. Er ist gleich fertig. Sie hat Hunger. Da können wir jetzt aber nur noch eine schnelle Mahlzeit machen. Schnelle Mahlzeit essen. Ein Joghurt. Dass wir zumindest nicht ganz hungrig bei der Dings da erscheinen. Ausgeschlafen sind wir, das ist gut. Er duscht noch. Da-ba-dup-dup-du. Und kann sich danach dann aber... Wann muss er denn zur Arbeit? Von um 10. Das ist auch bald. Haben wir noch was im... Kühlschrank, ja, Hammer. Portion nehmen. Du nimmst dir erstmal einen Kuchen, ja, das war ja klar, ne? Hauptsache erstmal einen Kuchen einkassiert. Ja, machen wir. Erhöhe alle Kleinkindfähigkeiten vor dem Älterwerden auf Level 3 oder 5, um besondere Merkmale freizuschalten. Ja, Kinder haben wir noch nicht. Erstmal müssen wir an unserer Karriere schrauben. Oder feilen. So. Frisieren und schminken. Das kriegen wir hin. So, frisieren und schminken lassen. Ach, das bist du da. Oh je, oh je. oh je, sag ich dann nur. So, Geschichte müssen wir noch erzählen, okay. Klicke auf einen anderen Sim und wähle eine der Geschichten erzählen Interaktionen, okay. Können wir natürlich auch noch gleich hier machen. Und der guten Tante hier. Romantische Szene. Aktionen. Geschichte erzählen. Wo haben wir die denn? Von Gitarrensolos. Gruppengeschichte erzählen. Über ein Märchen über einen Riesen.
Der da? Wow. Wow. Oh, wir haben Tantiemen. 16. Okay, Isan ist zur Arbeit. Gut. Und in der Stadt findet die Gikon statt. Erzählst du jetzt die Geschichte? Ja. Sehr gut. Wadida Arabrab. Okay. Sarpava Yonis. Sampava Yonis. Lovo. Yamisa Abarab. Beroshi. Nu. Ein Stück nehmen. Nee, 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 nee. Kapuna. Metzelsku. Eher hier hin dann gehen. Moinel. Elfris. Yambara. Pamib. Pamib. So, großartige Geschichte erzählt. Jemanden nach seinem Tag fragen, das können wir aber eh hier machen. Oh, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Sowas. Haben wir uns jetzt vorgestellt? Nein, haben wir noch nicht. Bin mal gespannt, was wir für ein Kostüm kriegen. Oh ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, nach Tag fragen. So. Yips. Schauspiel üben, das können wir hier unten machen. Schauspielen üben. Oh, sehen gar nicht mal so schlecht aus, die Klamotten. Ich bin mal gespannt, was wir für ein Stück spielen. Ah, okay, irgendwas mit Camping, man sieht es schon. Irgendwas mit Camping. Jetzt müssen wir nur gerade noch ein bisschen das Schauspiel üben. The Prodi. Hip imoi oi. Hip imoi. Krifem neb. Tisha noi be de prodi. Kabafa. Das können wir gerade noch machen. Jemanden am Set kennenlernen. Okay. Kennen wir dich schon? Freundlich vorstellen. So, Sophie hat neue Follower dazu gewonnen, während sie ihren sozialen Medienstatus aktualisiert hat. Gut. Yazip. Freundlich. So, zählt das als Kennenlernen? Oder müssen wir sie hier kennenlernen? Nee, das machen wir nicht. Wer bist denn du? Kamerafrau, genau. Die Kamerafrau, die können wir auf jeden Fall mal kennenlernen. Die gehört auf jeden Fall zum Set. Wer bist du? Produzentin. Hallo? Freundlich vorstellen, bitte. So. Moochie Peaches, Shaby Baloo, Yes, Nuloy Sawata, Rissala Kumbar, Prompts Mate. Und haben wir sie jetzt kennengelernt? Zimona Sero, Snavy, Elmoof, Smirks, Shumba Smirks, Unga. Grinia Hispalip, Shibi, Javina,
Narfa. Kazu whiffed an a bay. Kennenlernen. Machen wir das zur Not noch. Weil dann haben wir sie auf jeden Fall kennengelernt. So, Sophie hat folgende Merkmale von Myra kennengelernt. Oh, die ist ein Genie. Okay, so, jetzt können wir ihm sagen, dass wir bereit sind. Es gibt nichts zu essen, Sophie. Auch wenn du Hunger hast. Die ist ein Genie, okay. So, Flirtszene aufführen. Wo machen wir denn das? Riskant flirten oder sicher flirten. Was haben wir hier? Da kommen wir noch nicht hin. Machen wir mal riskant. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Wo bleibt sie denn da? Was wir hier aufführen. Oh, Nubu. Ein new flirt. Puh. Mwa. Yabba, Roman. Yibzi duwa. Okay. Kussszene aufführen. Machen wir das auch hier? Nee, das machen wir hier. Okay. Riskant küssen. Buba, Noosh, Noosh, Duwa, Bakishla, Nambo. Oh. Geschichte erzählen, Szene aufführen, das ist dann hier. Machen wir auch mal riskant. Mal gucken, ob wir dafür irgendwie belohnt werden. Ist halt mit Risiko, ne? Yips. Und noch eine Witzszene. Okay, die ist hier. Machen wir auch riskant. Mal gucken, ob wir es vergeigen. Bambufa, Yibs, Zoli, Bombo, Zoli, Boof, Plarga, Ufa, Wifloy. Yibs, Bambufa. Okay, haben wir geschafft. Auftritt ist abgeschlossen. Und wir haben Gold. Sehr gut. Die Frage machen wir ja noch. Ja, wobei, das ist jetzt dann gleich rum, ne? Ja, sie strebt natürlich sofort zum Buffet. Was gibt's denn da? Pizza? Tortillas? So, wir haben Gold erreicht. Sehr schön. Alle Szenen mit Sophie sind im Kasten. Die Kuh packt ein und das Material wird zur Bearbeitung versandt. Sehr gut. 1275 Simoleons verdient. Sehr schön. So muss das sein. Perfekt. So, bitten das Geschäft zu erledigen. Wenn du schon hier bist. Dann können wir das gleich hier machen lassen. Ja, ja, Sophie, du kriegst jetzt was zu essen. Kein Stress, ein Gourmet-Menü zubereiten. Knoblauchnudeln, das sieht gut aus. Einzelportion. Für den Ishan haben wir ja immer noch Essen im Kühlschrank. Deswegen braucht er nichts. So, hi. Sehr gut. Hat die Feinschmecker-Kochfähigkeit erreicht und einen Finger verloren, so in der Art. Oh, hier müssen wir dann auch putzen. Muss auch mal dringend sein. Sieht aus wie sonst was.
Frage, ob wir uns eventuell einen Kochleier, nicht einen Kochen, Putzdude leisten können, ne? Also können mit Sicherheit. So. So ein kleines Tier frisst so eine Riesenschüssel komplett leer. Okay. Ich mach gerade mal ein bisschen schneller. Schüssel füllen. Oh, und da muss jemand aufs Klo. Isan hat die Chance, einen einzigen Artikel beim angesagtesten Kult-Online-Magazin einzureichen und über seine neueste Erkenntnis zu berichten. Aber was soll er schreiben? Mach mal knallharte Enthüllungen. Isan nutzt die seltene Gelegenheit, hält keine Informationen zurück und erstellt einen wütenden Bericht, der bei der Arbeit zwar einige verärgert, ihm aber das Gefühl von Macht verleiht. Leistungsverschlechterung klein. Okay. So, du solltest ja mal strollern gehen. Hallo, die TV-Serie, bei der du mitgewirkt hast, schlechte Nachrichten, Scherz, du warst toll. Alle sind begeistert von deiner Leistung und du und wir, das wird was ganz Großes. Stimmt's? Stimmt. Sehr gut. Isan hat 352 Simoleons mit nach Hause gebracht und hat tolle Arbeit geleistet. Du kannst das gerade hier mal reparieren, bitte. Hier sieht's aus wie Sau. Vielleicht sollten wir doch mal einen Putzdude engagieren. Soziale Medien, Anzahl der Follower überprüfen. Verabredung? Haushalt. Service engagieren, genau. Eine Promi-Reinigung buchen. Bei einer Reinigung werden die aktuellen Ruhmvorteile von Sophie entfernt und sie hält alle Ruhmpunkte zurück. Nee. Service engagieren. So, Pizzaservice einmal, regelmäßige Haushaltshilfe. Machen wir. So, Level 2 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Isan kann jetzt die Basisverbesserung an Sanitärobjekten vornehmen. Gut. Dann kann er das nämlich machen. Danke, dass du die Dienste der Hausmädchenreinigung nutzt. Dein Hausmädchen erscheint am Mittwoch um 10.05 Uhr. So, du hast einen Anruf. Darling Walsh fragt sich, ob ich zu ihr rüberkomme und abhängen möchte. Sollen wir das mal machen? Machen wir mal. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Oh. Hi. Freundlich vorstellen. Miku Oyo. Ach, er ist Darling. Darling Walsh. Wo wohnt denn er? Wohnt er hier? Ja, bis Sunny. Ah ja, er wohnt hier, okay. Ja, sie? Sie, Entschuldigung. Ist eine Sie. Junge Erwachsene, genau. Kompliment über den Stil machen, über Outfit reden. Da können wir damit gleich noch unsere Tagesaufgabe hier machen. Wir müssen ja über Outfits reden. Dann haben wir das nämlich auch gleich erledigt. So, mit ihr können wir auch über Outfits reden. Freundlich. Kompliment für Stil machen. Interviewen. Kann ich nicht auch über Outfit reden? Da. So, dann haben wir das nämlich. Und dann können wir mit ihm das auch machen. Freundlich vorstellen noch. Und
Dann haben wir unsere Tagesaufgabe erledigt. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Susu! Genau. Freundlich. Wo haben wir es denn? Über Outfit reden. Sehr gut. Level 2 der Fotografierfähigkeit erreichen. Das müssen wir auch noch. Foto machen. Das mache ich doch mit dem Handy, oder? Job kündigen. Tierklinik. Ein Foto machen mit. Foto machen von. Machen wir mal von ihr hier. Und von ihr dann auch. Geht nicht, okay. Foto machen von. Machen wir von ihr. Kann ich rauszoomen? Nein. So. So ist doch besser. Hoppala. So. Und dann machen wir noch ein Foto von ihr. Geht nicht. Okay. Können wir ein Foto machen mit ihr hier? Das geht, okay. Angie. So. Wow, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Geräusch war. Es ist ziemlich windig draußen und irgendwas scheint oben umgekippt zu sein. Und du hast Hunger. Wo gehst du hin? Ach, an den PC, okay. Oh, die sieht gar nicht mal so verkehrt aus, die Wohnung. Da haben wir ein Doppelbett, da haben wir zwei Einzelbetten. Aufgrund der Farbe schätze ich mal, dass hier die beiden Mädels pennen. Aber wir haben Hunger. Kann ich euch was kochen? Abendessen servieren. Macaroni und Käse, das sieht doch gut aus. Was hatte er hier vor? Getränk holen, ach so. Dann serviere ich euch mal was Feines zum Essen. Oh, und ich sehe gerade, die Zeit ist um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.